Ja, Leute, willkommen zurück zu XCOM 2. Immer noch im Live-Let's Play. Immer noch in der Alien-Geheimeinrichtung. Und immer noch damit beschäftigt, hier halbwegs heil und unbeschadet durchzukommen. Das wird nicht nur eine kleine, sondern eine große Herausforderung, glaube ich. Huch. So, das Geschütz ist jetzt wieder aktiv. Ich weiß nicht, ob es dadurch aktiv wurde, dass ich auf es geschossen habe. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Auf jeden Fall müssen wir das natürlich unbedingt aus dem Weg räumen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und die Viper ist mir gerade abseits der Aufnahme geschrieben worden. Die schließt sich jetzt offensichtlich in einem anderen Trupp an. Das machen einige Aliens wohl, wenn sie die letzte Überlebende oder der letzte Überlebende Alien der Gruppe... das letzte überlebende Alien der Gruppe sind. Das ist ein Edwin-Soldat. Da hinten sind die Mutants. Alter Schwede. Das wird noch richtig krass. Das wird echt noch richtig krass. Hier klafft ein leichtes Loch in der Wand, durch die die Aliens durchschießen können. Alessia könnte zumindest schon mal bis zur Tür. Der Loot liegt jetzt natürlich so beschissen, dass wir ihn nicht einsammeln können, wenn wir in Deckung sind, sondern wir müssen ihn einsammeln und wären überhaupt nicht in Deckung. Aber ich kann mit Alessia mal hier hingehen und dann können wir die Kanone da oben bestimmt weghauen. Sure thing. Kletter-Action. Schon wieder ein unnecessary crit, Alessia. Meine Herren. So, Kanone ist weg. Das ist schon mal gut. Das heißt für uns, wir können uns hier in aller Ruhe platzieren, ohne Schiss haben zu müssen. Ja, dass wir von oben beschossen werden. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Dann geht Lupus mal nach da. Kann natürlich sein, dass da rechts jetzt irgendwie noch Aliens auf uns warten oder so. Glück gehabt. Bane. Mal nach hier. So, Shadow ist jetzt die große Frage. Ich könnte jetzt natürlich schon Risiko gehen und mit einem der Leute den Loot hier einsammeln. Mache ich auch mal. Das ist echt riskant. Gut, nichts passiert. Illyriumkern, fortschrittlicher Stecher und Alien-Datenspeicher. Naja, die Stecher sind jetzt nicht so toll. Das sind doch die, die eine zusätzliche... Genau. Gewährt eine geringfügige Chance, dass ein abgefeuerter Schuss keine Aktion kostet. Ja. Kann man irgendwie irgendwo draufpacken, wenn man noch einen Slot frei hat. Aber so wirklich prickelnd ist das jetzt nicht, wenn wir mal ehrlich sind. So nach ganz vorne presche ich jetzt nicht. Gar nicht mal ist kaputt gegangen. Das war mal eine kurze Alien-Aktivität. Wir speichern das. So. Und gucken dann mal ganz ungeniert mit Lupus um die Ecke. Moving. Moving. I've got eyes on an advent position. Huh?
Warte. Granate? Sinnvoll, oder? Zumal wir auch definitiv beide treffen. Den nehmen wir mit. Das war aber eine Punktlandung mit den 6 Schaden. Hack doch den Roboter. Zu spät. Hi Cox. Da steht noch ein ganz normaler Advent-Soldat. Warum zur Hölle ist das nur halbe Deckung? Das ist eine verdammte Wand. Die ist noch nicht mal kaputt. Wo ist die Logik? Oder ist die... Nee, die ist noch ganz. Komisch. Das ist ganz komisch. Entschuldigung. Jetzt Shadow mal hier hin. Die Sache ist jetzt hier in halbe Deckung zu gehen, ist irgendwie in Anbetracht der Tatsache. Na gut, es ist nur noch der Advent-Soldat und die Viper da. Aber sie können ja alle durch Wände schießen und bestimmt kann die Viper auch durch Wände schlecken. Ja, das ist doch alles Kacke. Darauf mal einen Schluck. Huch. Weil mit den anderen kann ich ja jetzt nur noch ein Stückchen nachrücken. Das heißt, mit All In könnten wir mal nach hier und zumindest mal in den Feuerschutz gehen. Oder nachladen. Nachladen. Glaube ich, in der aktuellen Situation sinnvoller als der Feuerschutz. Weil ich denke nicht, dass hier jetzt irgendwie die Gegner großartig in Strömen aus der Tür kommen, dass wir das irgendwie einsetzen könnten. Mit Shadow gehe ich jetzt trotzdem nach hier. 35 und 35. Probier mal auf den zu feuern.
Granate hebe ich mir mal noch auf. Wir haben noch eine Dreiergruppe Mutons. Das wird auch noch spaßig. Und Elessia bringt sich dann auch so langsam, aber sicher schon mal in etwas bessere Angriffsposition. Geh mal hier hin. Dann laden wir mit Elessia auch erstmal nach. Jetzt haben wir nur noch Shadow. Und da können wir eigentlich einen Schuss mal abgeben. Mal gucken. Daneben. Was aber auch zu erwarten war. Oh, du schießt sogar? Nee. Ach fuck, die hat ja ihr Giftspuckgedönsel. Ja, ist richtig. Ja, ist ja auch eine Vergiftung. Kann sich ja nicht gut anfühlen. So. Eieiei. Speichern. So, Lupus. Da flankierst du ihn. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Allerdings möchte ich erst irgendwie sicherstellen, dass wir die Viper auch kriegen. Ich bin nur überlegen, ob ich mit Elessia die Serie aktiviere, Sturm und Schuss aktiviere, hier hinlaufe, die Viper wegklatsche, zwischendrin aber Elessia erstmal einmal heile, mit All-In. Da müssten wir dann mal gucken. Ja, mit ihm kann ich halt auch nirgendwo hin. Könnte ich denn von hier da rein heilen? Ach, warte mal, Serie und Sturm und Schuss, ging das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Wenn dann vielleicht erst Sturm und Schuss, schien beim letzten Mal nach Serie ja nicht mehr zu gehen. Okay. Also gespeichert ist ja, ich muss das jetzt mal... Fuck, man kann immer nur eins einsetzen, das ist doch Kacke. Roger that. Das dachte ich mir nämlich fast.
Jetzt müsste das halt klappen, dass ich von hier heilen könnte. Sehr gut. So. Warum wird mir eine Flankierung angezeigt, obwohl es keine ist? Ich müsste aber mittlerweile es auch selber besser wissen, das ist kein sicherer Kill. Es ist ein sicherer Kill. Gut, das hat schon mal halbwegs funktioniert. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass Alessia gleich nicht ganz so viel abbekommt von den Mutants. Fuck, ich kann mit Shadow überall nur in halbe Deckung und will halt ehrlich gesagt auch nicht mit einem vergifteten Charakter nach vorne, weil 30% Abzug auf Zielsicherheit ist halt scheiße. Der wird dann in der nächsten Runde geheilt. Mit unserem letzten Heil-Gremlin. Ihn hier hinten. Oh, 65% auf den Muton. Das ist ja richtig gut. Dann ist die Wumme zwar leer, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Die kann man im Zweifel nachladen. Und dann in der nächsten Runde vielleicht mal auf die Pistole gehen. Mit Lupus könnte ich jetzt nach hier gehen. Dann würde ich den Dreier flankieren. Zumindest laut Anzeige. Ich könnte auch hier hingehen, dann hätte ich auf jeden Fall vor den Aliens im Gebäude volle Deckung. Da muss das allerdings ein sicherer Kill sein. Ich speichere das mal schnell. Das sind halt alles Geschichten, die müssen halt schon irgendwie passen. Vergiftet ist er nicht, gut. Dich will ich umboxen. Das klang nach einem Erfolg. Jetzt haben wir auch volle Deckung. Hier wird gerade fleißig gebohrt nebenan. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. So. Okay, das hat ja schon mal funktioniert. Ja, hier würde ich jetzt doch glatt mal die 65% nehmen und den Schuss versuchen. Yes! There you go. So, Shadow jetzt auf jeden Fall irgendwo hin in volle Deckung und aus dem Gift raus. Huch. Mir persönlich gerade sehr wichtig. Vor allem die volle Deckung, aber nicht zu weit vorne. Das wäre mir doch schon ganz lieb. Hier. Dann könnte er zwar nichts mehr machen, aber
Bane werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge mal hier an den Türeingang ziehen. Man sieht schon, dir passt der stationäre Sniper irgendwie besser als der Revo. Ja, das habe ich jetzt auch schon, mir auch schon überlegt. Und zwar ist das auch gerade eben, oder auch schon bei den letzten Einsätzen mit dem stationären Sniper, dass ich bin halt niemand, der irgendwie relativ weit vorprescht. Und mit einem Ranger, finde ich, der erfüllt den Job eigentlich ganz gut. Und mit einem Revolverheld, habe ich halt auch das Gefühl, dass ich immer relativ nah an den Gegnern dran sein muss. Ich muss vielleicht auch einfach lernen, ihn zu nutzen. Aber Sniper ist für mich immer so, keine Ahnung, der steht halt hinten und ballert weg. Wobei ich auch schon Sniper hinterhergezogen habe. Ich muss mal schauen. Vielleicht wird der Revolver halt irgendwann doch noch was für mich. Aber ansonsten, lieber Leo Lustig, ist das ja für dich ganz gut, weil du bist ja stationärer Sniper. Und es ist auch kein Problem, Bane dann umzuskillen. Wenn ich sage, Revolverheld passt mir gar nicht. Oder im Zweifel haben wir ja auch noch andere Sniper, die wir dann natürlich alle erst leveln müssten. Oder heranbringen müssten an die Gruppe. Okay, das muss ich denn am Sonntag hier rumbohren? Ganz ehrlich. Wenn ich Shadow hier hinstelle, hat er natürlich erstmal... Alter! Erstmal volle Deckung. Das ist alles nur halbe Deckung. Also ich bin fast geneigt, ihn hier hinzustellen, dass er auf jeden Fall Frontaldeckung hat und nicht nur seitlich. Dann kann er zwar nichts mehr machen. Das mache ich auch. Ist aber erstmal aus der Giftfolge raus, kann im nächsten Zug geheilt werden. Dann gucken wir mal, wie das jetzt klappt alles. Scheiße. Das war ein Crit bei Alessia. Nicht gut. Gar nicht gut. Alessia wird lange, lange verletzt sein. Nach der Mission. Boah, der steht da oben aber auch echt kacke. Prozent.
komme ich nicht bis dahin. Wäre auch ein richtig geiler Wurf mit einer Granate oder Schuss in dem Fall. Bis hier hinten hin. Könnte halt mit Lupus auch aufs Dach, aber da bin ich nicht in Reichweite. Das ist halt alles Kacke. Ich könnte halt Elessia ja irgendwo hinstellen. Also hier irgendwo hin, aber habe ja keinen Sturm und Schuss aktuell. Das heißt, überall, wo ich glaube ich stehe, kann er mich von da oben treffen. Und das ist irgendwie gar nicht cool. Und ich weiß nicht, ob die Brühe mir irgendwas tut. Rückzug wäre eine Option, ist richtig. Ich glaube nicht, dass er dich in der Schlonze trifft. Da ist die Decke dazwischen. Aber die Gegner können ja auch durch Wände schießen und... Na, ich weiß es auch nicht. Lupus, wo kannst du dich denn drin überhaupt alles platzieren? Hier, guck mal, das ist gar nicht schlecht. Könnt natürlich auch jetzt die Serie aktivieren. Hier hinlaufen, schießen und mich dann hier in Sicherheit bringen. Auf der anderen Seite kann ich Elessia nicht mehr heilen. Also entweder ich heile jetzt Elessia oder ich heile Shadow. Also ich denke nicht, dass ich noch 10 Runden brauche, bis die Mission vorbei ist. Aber ein Treffer und die Vergiftung kann dann irgendwann gravierende Auswirkungen haben. Das Gift läuft aus irgendwann. Ach so, stimmt. Stimmt ja. Das ist ja kein dauerhafter Effekt. Aktiviere ich jetzt die Serie? Also hier hinten ist bestimmt noch eine Gruppe. Ich könnte halt die Serie aktivieren, könnte hier hingehen, könnte ihn unboxen und könnte mich dann wirklich in Sicherheit bringen. Dann hätte ich hier auf jeden Fall eine Flankierung. Und wahrscheinlich einen rechtssicheren Kill.
also die Serie mal nutzen, um sich dann wieder aus der Gefahrenzone zu buxieren. Habe ich das jetzt schon gespeichert? Ich speichere mal auf F5. Renn in die Brühe. Eine Runde rumcritten. Oh, das wäre natürlich geil. Das wäre aber so riskant, ihn jetzt auch noch zu versuchen mitzunehmen. Aber ich denke, ich suche mir lieber volle Deckung. Das Risiko mag ich ehrlich gesagt nicht eingehen. Mit Shadow brauche ich das gar nicht zu versuchen. Was ist denn nun los? Menace 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Ja, bitte beruhigen Sie sich. 15%. Richtig gut. Komisch, er kann nach da oben keine Granate werfen. Wer hätte das gedacht? Also. Bane hätte ihn in der Truppsicht, muss aber erstmal nachladen. Was irgendwie auch nicht so cool ist. Wenn ich jetzt nachlade, kann ich natürlich die das Scharfschützengewehr nicht mehr abfeuern. Aber ich werde auf jeden Fall nachladen. Und dann... Hier. So, ich weiß nicht, wie ich dem Mutant da oben auf dem Dach beikommen soll. Ich werde jetzt mit Lupus hochgehen. Feuerschutz. Weiß nicht, ob er sich nach vorne bewegt. So, Shadow. Denke ich auch einfach erstmal. Entdeckung. Und all in. Einmal Alessia heilen. Machen wir das von da hinten? Oder gehen wir rein? Kann aber auch nur irgendwo hin, wo er halbe Deckung hat. Also machen wir das von hier draußen. Healer Mode.
Sag da. Jetzt geht er runter, ne? Das gibt's doch nicht. Wie er ständig trifft. Der Mutant bin ich. So ein Lacker. Gut, jetzt ist die Sache... Ah, das waren schon wieder 6 Schaden. Jetzt ist der Drops natürlich gelutscht. Elessia klatscht ihn jetzt weg. Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie lange Elessia verletzt ist. Und ich will auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, ob hier gleich noch Verstärkung kommt. Das können wir nämlich auch vorstellen. Hier flankiert sie ihn. Steht zwar nicht genau neben ihm. Und tschüss, Junge. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das war gerade Minimumschaden. So eine Kacke. Das vergiftet Status ist übrigens weg. Könnte auf meinen Sniper hoffen. Geh mit Lupus erstmal wieder nach hier. Irgendwer muss treffen, ne? Irgendwer muss irgendwie treffen. Also ich kriege die Granate auf jeden Fall so hin, dass Elessia nicht getroffen wird. Da muss ich mich halt in der nächsten Runde verpissen, falls hier irgendwas in die Luft fliegt. Das ist aber gar nicht so schlimm. Was sagt der Chat denn zu der Aktion gerade? Ah, der Stream scheint bei einigen echt abzukacken die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Aber ich gucke gerade auf die Uhr, ich muss die Folge beenden. Tut mir leid, dass ich das jetzt mache, aber ich will nicht schon wieder so eine ultralange Folge haben. Die ist schon ultralang. Ich wollte eigentlich nach dem letzten Zug beenden, habe ich ganz vergessen. An dieser Stelle geht es beim nächsten Mal weiter. Wir gucken mal, ob wir es schaffen, den Muton noch irgendwie umzuboxen. So, dass Elessia da außer Gefahr ist. Und ich sage bis hier danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.